gehen. So, aus dem Gröbsten bin ich jetzt raus. Das heißt, jetzt müsste es locker, zackig, flockig gehen, wenn wir gut aktivieren. Ich werde jetzt alles zuspiken hier. So, dann werden wir das hier upgraden. So, jetzt müssen wir aktivieren, denn da kommt ein bisschen zu viel. Hammer! Drei Farmen noch. Zwei Farmen noch. Und fertig. Dann wird der da gemacht. So, haut hin, kleiner Mann. Jawohl, kommt genau richtig. Machen wir das Kleingesindel hier ab halt. So, dann machen wir noch ein paar zum Aktivieren hier. Asche kriegen wir jetzt genug. Lorik, moinzen! Das ist Blues Monkey City. Und es läuft. So. Also ich sehe es jetzt leider nicht, aber falls du mich gehostet hast, danke. Normal schreibt er mir es immer rein. Aber der Weißbrot ist ein bisschen fauler Sack. Der hat nicht wirklich Bock heute. So, hier auch noch einen zum Aktivieren. Wir werden jetzt die Welt hier zuspiken. Zuscheißen mit Spikes. Ja, da kommt ganz schön was an. Aber läuft, läuft, läuft. So, noch einen zum Aktivieren haben wir. Jetzt haben wir 5 zum Aktivieren. Das muss mal reichen. Dann haben wir hier nur einen mit dicken Dingern hinhauen. Kommt zwar viel Mist runter, aber das müsste gehen. Oh, Schwarzen sind auch kein Problem. Wieder Schwarze. So, ich bräuchte das langsam hier fertig. Jetzt wird es ein bisschen eng hier.
Kohle. Jawohl. So, schon mal zweimal die dicken Dinger hier, das reicht. Vorerst einmal. So, vorerst für die nächsten 2 Minuten. Ein paar kleine Ninja Tower könnten einfach nicht schaden. So, jetzt kommen auch schon Grüne, wie ekelhaft. Aber das kriegen wir auch noch unter Kontrolle. Das ist kein Problem. Noch ein dritter Ninja hier. Das kriegen wir hin. So, jetzt zeigt's mir's an. Also, danke für den Host, Leute. Ein bisschen verspätet die Anzeige beim Twitch. Noch mehr Blaue gibt's nicht im Leben. Okay. Kriegen wir aber trotzdem hin. Kein Problem. So. Ich werde mir hier nochmal dicke Dinger basteln. Und es ist mal hier zu stressig. So, die verkaufen wir. Dann habe ich Kohle ohne Ende. Die brauchen jetzt nicht mehr. Wir haben genug Kohle. Jetzt bauen wir uns die schöne End-Def auf. So, Hammer. Weil ich lustig bin, hier nochmals. So. Nochmal einen zum Aktivieren hier. So, einer geht sich nicht mehr aus. Scheiße. Okay, dann bauen wir nochmal den hier. Ein Ninja. So, läuft. Ein Ninja noch. Dann haben wir 5 Ninja. Ja, plus so, das muss mir reichen. Dass da nichts mehr durchkommt bei diesen Säcken hier. Den Blutsäcken. Alter, da kommt was runter. Die übertreiben es aber schon, ne? Ja, ist halt ein unplatzbarer Angriff, aber unplatzbar ist eigentlich nur Fun. Wieder ein Grüner. Bin neugierig, wie viele Grüne hier noch kommen. Aber egal, ich kann 6 Mal aktivieren. Das reicht für alles. Kann man damit helfen ein bisschen. Nochmal. So. Nochmal. Oh ja, da kommt was runter. Nochmal. Nochmal. So. Jetzt müssen wir schauen, dass wir wieder alles ready kriegen für die 30er Wave. So, nur immer 29er Wave. Alter, was da runterkommt, also das ist ernsthaft unplatzbar. Aber kriegen wir trotzdem hin. Kein Problem. Sind wir immer in der 29er, dass da alles runterkommt. So, haben wir jetzt endlich genug Kohle verdient da? Das wäre nice. Zieht sich, bis man hier Kohle kriegt. Das ist ja extrem schlimm. So, komm mal, mach mal her. So, jetzt da. Und Wave 30, die letzte Wave. So, das sind 2 Grüne. Okay. Und auch noch schwarze. Naja, mal im Weg. Ich warte, bis die ein bisschen hier unten sind und dann werden wir das aktivieren. Das herzlich einmal. Oh, das geht schon ganz gut. Noch einmal. Und noch einmal. So, und das war's. Da geht nichts durch hier. Fertig. Gewonnen! Geht doch!
So, eine fette Revenge gibt's auch noch in die Fresse hier. So, das reicht. Warte mal, very hard. Wie kann man hier um Platz machen? Hard, medium. Komisch. So, Angriff ist raus. Jetzt muss ich wieder warten, bis ich hier mein Plutonium habe, sonst kann ich nicht zur Wehr setzen. So, aber das haben wir ja gleich. Gehen wir mal Kisten aufmachen. Wir haben insgesamt sogar eine Goldkiste. Wie geil ist das denn? Läuft! Schauen wir, dass wir hier was Gescheites kriegen. Nicht nur Dünnschiss, sondern auch was Gescheites. So. So 14 Kisten insgesamt, wobei eine golden ist. So, Joker! Alles klar, du gehst für Spike Factory spielen. Oh, Hammer, Hammer, Hammer. Dritte Kiste. So. Oh, Baby! Hellblau, das läuft! Wir kriegen zwei Wildbox-Kisten! Läuft! Also, Weihnachten vorgezogen. Das läuft! Damit kann man was anfangen, Leute. Damit kann man was anfangen. Da kommen nur Joker raus hier. Wenn man natürlich drei 10er-Joker kriegt, dann ist es so wie Dünnschiss. Ne? Aber man kann auch zwei 50er-Joker kriegen. Das hat dann auf jeden Fall was. Ich gebe ja alles zur Spike Factory. Das ist mein bester Tower. Den verwende ich auch am meisten. Und ja, der hat einfach was. So, der upgradet. Was kriege ich jetzt? 20% schnellere Projektilspeed. Naja, okay. Soll den Orgasmus dabei kriegen? Ich weiß nicht. Das ist mir eigentlich wurscht, wie schnell die Projektile fliegen. Scheint wichtig zu sein, aber mir ist es echt scheißegal. Gibt sicher bessere Upgrades. Aber wir wollen mal nicht undankbar sein. So. Oh, zwei Lilane. Drei Lilane! Alter, läuft! Wir kriegen geile Sachen hier. So, du wirst auch bald upgraden. Das Schiffchen auch. Also im Allgemeinen gute Kisten dieses Mal dabei. Und wir haben noch einige hier. Oh, Spike Factory kriegt wieder was. Ingenieur. Glugana und Morta. Nächste Kiste. So, zack, zack, zack. Zack. Und der gelbe läuft. Oh, Baby. Für die Spike Factory. Yeah, that läuft. Für meinen Lieblingstor, den was ich am meisten verwende. Das hat natürlich Style. Jawohl, was kriege ich da eigentlich? Spike Ball Dienst. 5 mehr Damage zu Keramik. Damit kann ich leben, wenn wir das haben. Oh, damit kann ich sogar sehr gut leben. So, was haben wir hier? Ice Tower, Bombentower, Zauberer, der müsste jetzt auch bald upgraden. Und der Monkey Tycoon. Okay, was haben wir hier? Komm, gib Gas, mach dich auf, du Kiste, du. 10er, 10er, 30er, 80er. Next Kist. Next Kist. Geile Aussage. Super Monkey. Zauberer, der müsste jetzt upgraden, oder? Boah. Knappe Sache. So, dann mach mal hin hier. Oh, Baby! Ey, definitiv Weihnachten. Das läuft! Leute, die Karte der Karten. 2,50 für jeden motherfucking Tower. Läuft! Die habe ich jetzt insgesamt schon locker 15 Mal gekriegt. Aber ich bin auch schon fast Max-Level. Alter, das ist die Karte der Karten. Da geht dir einer ab, ey. Läuft. So, jetzt schauen wir mal, was ich abgegradet habe. Wir haben doch sicher was abgegradet. Den haben wir abgegradet. Was ist er? Okay, zwei freie Dart Monkeys kriegen wir jetzt jede Runde. Das ist natürlich auch nicht so schlecht jetzt. Den da, glaube ich, haben wir auch abgegradet. Ja, das war vorher schon. Okay. Den haben wir abgegradet. Was hat der? Permafrost slows 10% more than normal. Naja, gut, das ist jetzt relativ. Was haben wir noch abgegradet? Den haben wir abgegradet auf jeden Fall. Corrosive Glue, Coast. Okay, der ist billiger geworden, ist auch nicht schlecht zum Kaufen. Was haben wir noch für einen Scheiß? Gar nichts. Okay. Und weiter geht's. Aber war eine mega Kiste, die letzte. Das läuft auf jeden Fall. So, 280er wieder, das läuft. Blumensabotage, Mortar, Bananenfarm und Ninja. So, jetzt die goldenen Kisten. Minimum 1,250er ist drin, können aber mehr drin sein. Sehr schön. Optimal. Perfekt.
Alter, ey, ohne Scheiß, ich krieg nur geile Kisten heute. Läuft, und normal krieg ich nur Scheiß, ey. 2,50 und 20.000 Cash, okay, da gibt's Besseres, aber sag mal nix jetzt. Cash habe ich genug. Ich hab mehr Geld wie Donald Duck in dem Game hier. So, dann gehen wir die Joker auspacken. Guter Joker. Naja, Joker. Scheiß Joker! Und naja, Joker. Okay, also das war. Naja, okay. Man will ja nicht undankbar sein. Aber war nicht so die Megakiste. So. Alles zur Spike Factory, dass wir hier bald upgraden können. Und noch einen schönen 80er reingepfeffert. So, Hälfte hat sie, über der Hälfte auf jeden Fall. Also ich komme voran. Aber man braucht natürlich jetzt so viele Punkte schon, dass es mühselig ist. Gut, scheiße, scheiße, mega scheiße. Also das ist eine Dünnschisskiste. 3 Zehner, das ist die schlechteste Kiste, die man kriegen kann, Leute. Es gibt nichts Schlechteres wie 3 Zehner-Kisten. Aber okay, ich habe vorher mega Kisten gekriegt, also eigentlich läuft es ja, ne? So. Okay, läuft. Also gut abgegradet. Gehen wir nochmal hier kassieren. Na, nehmen das hier. Da unten auch nochmal. So, hier haben wir noch zu wenig. Also den Angriff jetzt abwehren, das wäre ein bisschen dämlich einfach nur. Weil dann kann ich keinen Gegenangriff machen. Das ist scheiße. Ich will nämlich einen Gegenangriff machen. Mich greift niemand umsonst an. Schauen wir mal zum zweiten Dorf runter. Oh, da haben wir auch geile Asche. Oh, 300.000, dann kann ich wieder was machen. Ja, am besten ich nehme oben irgendein Land ein oder sowas. Jo, ich weiß, was wir machen. Jetzt weiß ich auch, woher ich dieses Land die ganze Zeit habe. Wenn du angegriffen bist, dann kriegst du auch Land. Das habe ich nicht beachtet. Das heißt, wir müssen hier irgendwo zweimal Land am Rand haben, das, was wir noch nicht bebaut haben. Das müssen wir mal. Wir machen wieder mal einen Cut. Wenn es euch gefallen hat, abonniert mich, liked mich, schreibt einen Kommentar. Ich würde mich wirklich drüber freuen. Bis zum nächsten Mal. Euer Zocker Andi von Gameplay Deluxe. Tschüss.